Ja, Dienstag, 7. März 2023. Es hat jetzt sehr intensiver Schneefall eingesetzt und wir warten jetzt mal ab, was da bis morgen früh runterkommt, soll ja einiges sein. Wir befinden uns genau an der Luftmassengrenze und dann sind die Niederschläge immer besonders stark. Ja, 8. März 2023. Wir sind jetzt 3-4 Stunden weiter und jo, es hat ein bisschen mehr geschneit, aber es ist jetzt nicht die Welt. 3-4-5 Zentimeter. Ja, immer noch 8. März 2023. Heute Morgen haben wir 6.45 Uhr. Ja,
der Blick ist aus unserem Fenster, aus unserem Haus oberhalb von Geroldstein. Unser Grundstück liegt so 400 bis 410 Meter. Und wir haben so gut 5, 6 Zentimeter Neuschnee, sehr, sehr nasser Neuschnee. Und ich wollte eigentlich rausfahren, um euch das mal so ein bisschen zu demonstrieren. Das Problem ist aber, die Zufahrt, also die Straße, die ich nehmen muss, für unten in die Stadt zu kommen oder aus dem Ort rauszukommen, ist blockiert. Da hängt ein LKW quer. Ich komme also...